Es ist endlich soweit. Wie ihr bestimmt schon im Titel gesehen habt, sprechen wir heute über meine Lieblingsbücher von 2023. Und 2023 war für mich ein durchwachsenes Lesejahr, würde ich sagen. Ich hatte wirklich manche Bücher, die mir unglaublich gut gefallen haben. Die werde ich euch auch heute natürlich vorstellen. Aber es gab auch wirklich Bücher, von denen ich total enttäuscht war. Da könnt ihr auch gerne in meinem schlechtesten Büchervideo von 2023 vorbeischauen. Da habe ich euch ein paar vorgestellt. Und viele Bücher waren aber auch einfach okay, das heißt, sie waren nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht und ja, deswegen würde ich sagen, war mein Lesejahr ziemlich durchwachsen, aber ich hatte wirklich ein paar Bücher, die ich abgöttisch geliebt habe, an die ich wirklich noch regelmäßig denke und die ich auch immer empfehle, wenn mich jemand nach Buchempfehlungen fragt und genau deswegen sind wir heute hier. Ich freue mich schon sehr. Ich habe hier auch eine Liste auf meinem iPad mit all den Lieblingsbüchern und auch ein paar Zitaten, die ich euch gerne vorlesen möchte, denn ich glaube, dann hat man zumindest einen kleinen Einblick in den Schreibstil und in die Geschichte und ich mag es immer besonders gerne, Zitate von Büchern zu unterstreichen und Zitate von Büchern zu lesen oder zu hören und deswegen dachte ich mir, nehme ich das mal mit in dieses Video. Starten wir gleich mit dem ersten Buch, was ich 2023 gelesen habe, was es auf diese Liste geschafft hat. Und kurz vorab, diese Liste hat keine besondere Reihenfolge, also es ist nicht die Reihenfolge, wie ich die Bücher gelesen habe, es ist auch nicht die Reihenfolge, wie ich die Bücher bewerten würde, also das ist jetzt nicht das beste oder das schlechteste Buch. Ich konnte mich für keine Reihenfolge entscheiden und deswegen zeige ich euch die Bücher einfach durchgemischt und das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist East of Eden von John Steinbeck. Der deutsche Titel ist Jenseits von Eden und oh mein Gott, dieses Buch hat mich einfach komplett umgehauen. John Steinbeck war dafür bekannt, dass er sich viel mit diesem Urkonflikt zwischen Gut und Böse auseinandergesetzt hat und das spiegelt sich auch wirklich in diesem Buch wieder. Wir verfolgen hier eigentlich zwei Familien über mehrere Generationen hinweg und sind die Beobachter, wie sich diese Wege von den Familien kreuzen. Die Geschichte ist manchmal ein bisschen brutal, aber auf der anderen Seite auch unglaublich leidenschaftlich und liebevoll und John Steinbeck hat in diesem Buch wirklich unglaublich lebhafte Charaktere erschaffen. Man kann wirklich alle Entscheidungen und alle Gefühle von ihnen nachvollziehen. In den einen Szenen hasst man die Charaktere, in den anderen liebt man sie wieder, weil sie einfach so real sind und wirklich Fehler machen und die Fehler dann versuchen wieder irgendwie auszubessern. Und ich war einfach so mit meinen Gefühlen in dieser Geschichte dabei und fand es auch so schön, diese sehr realistischen Charaktere repräsentiert zu sehen, denn oft sind Charaktere in Büchern einfach nur perfekt, sie machen keine Fehler, aber das war in diesem Buch wirklich gar nicht der Fall. Also wirklich jeder Charakter hatte gewisse Fehler oder vielleicht schlechte Charaktereigenschaften und das hat mir in dem Buch besonders gut gefallen. Es gibt nicht diesen einen bösen oder diesen einen guten Menschen, sondern alles steckt irgendwie in uns allen drinnen und genau das fand ich an dem Buch so spannend und wie John Steinbeck das erklärt hat. Und jetzt möchte ich euch noch kurz ein Zitat vorlesen. When a child first catches adults out, when it first walks into his grave little head that adults do not always have divine intelligence, that their judgments are not always wise, their thinking true, their sentence just, his world falls into panic desolation, the gods are fallen and all safety is gone. And there is one sure thing about the fall of gods, they do not fall a little. They crash and shatter or sink deeply into green muck. It is a tedious job to build them up again. They never quite shine, and the child's world is never quite whole again. It is an aching kind of growing. Are you kidding me? Oh mein Gott. Und ein kurzes Zitat noch, was ich euch auch vorlesen möchte, weil das irgendwie die ganze Zeit über, seit ich das Buch gelesen habe, in meinem Kopf stecken geblieben ist. Und ich finde das einfach so schön und es ist wirklich nur ein kurzer Satz und es ist: And now that you don't have to be perfect, you can be good. Mic drop. Mic freaking drop für John Steinbeck. Wenn ihr Jenseits von Eden noch nicht gelesen habt, dann tut euch dieses Jahr den Gefallen und lest es. Als nächstes habe ich ein Buch auf meiner Liste, was ich leider nicht in physischer Form hier habe, denn ich habe das auf meinem Kindle gelesen und eigentlich habe ich super lang darüber nachgedacht, ob ich das Buch lesen soll oder nicht, denn die Kurzbeschreibung hat eigentlich gar nicht zu mir gesprochen und ich dachte, nein, das Buch ist nicht für mich. Und dann hat mich das Buch so überrascht und jetzt muss ich jedem davon erzählen. Und ich spreche von Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow von Gabrielle Savin. Der deutsche Titel ist Morgen, Morgen und wieder Morgen. Und in dem Buch geht es eigentlich um Videospiele. Und sobald ich das gehört habe, dachte ich mir, okay, ich habe gar nichts mit Videospielen am Hut, habe eigentlich auch gar kein Interesse an Videospielen und deswegen ist das Buch auch nichts für mich. Aber oh mein Gott, ich lag so falsch.
In dem Buch verfolgen wir eigentlich zwei Freunde, die sich in ihrer Kindheit in einer ziemlich schwierigen Zeit kennengelernt haben und die über ihre gemeinsame Leidenschaft von Videospielen zueinander gefunden haben. Und als sie älter wurden, haben sie sich irgendwie auseinandergelebt bzw. haben ihre Beziehung ein bisschen verloren, wie das oft der Fall ist im realen Leben. Und als sie dann beide an der Uni waren, haben sich ihre Wege durch Zufall wieder gekreuzt und sie haben auch wieder über dieses Thema Videospiele gebondet und starten dann auch gemeinsam ein Videospiel zu entwickeln. Und wir verfolgen ihre Reise beim Erwachsenwerden, beim ersten Job, beim ersten Scheitern, bei der ersten Liebe, bei Verlust. Und Gabrielle Sevin hat diese Charaktere so gut geschrieben. Ich fühlte mich, als wäre ich wirklich Teil dieser Freundesgruppe und Teil dieser Geschichte. Und mein Herz wurde einfach gebrochen. Nicht nur einmal. Und ich habe bei dem Buch wirklich geweint, ich habe gelacht. Es hat alle Gefühle in mir ausgelöst und damit hätte ich einfach gar nicht gerechnet. Und ich glaube, deswegen ist das Buch noch ein bisschen höher auf meiner Liste, weil ich gar keine Erwartungen hatte und dann alles übertroffen wurde, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Denn, oh mein Gott, das Buch hat einfach so viele Gefühle in mir ausgelöst und ich weiß gar nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll, aber lasst euch von dem Thema Videospiele nicht einschüchtern. Es gibt ziemlich viel über Videospiele, was ich dann eigentlich auch ziemlich interessant fand. Und Gabrielle Sevin hat auch den Weg gefunden, die Videospiele irgendwie mit der realen Welt und dem realen Verlauf des Lebens zu verbinden. Und das fand ich auch super interessant. Und hier noch ein kurzes Zitat. He looked at her and thought, this is what time travel is. It's looking at a person and seeing them in the present and the past concurrently. And that mode of transport only worked with those one had known a significant time. Wenn ich an dieses Buch denke, könnte ich einfach heulen. Dann als nächstes habe ich hier ein Buch, was meinen kompletten literarischen Horizont erweitert hat, womit ich auch gar nicht gerechnet hätte. Ich habe das Buch eigentlich mehr oder weniger gezwungenermaßen gelesen. Ich habe nämlich ein Video gedreht, wo ich die beliebtesten TikTok-Bücher lese und dann war das Teil dieses Videos und ich bin fast aus den Socken gefallen, als ich das Buch gelesen habe und ich spreche von The Secret History von Donna Tartt und das ist ein Dark Academia Buch und wir verfolgen eine Gruppe von Studenten an einem sehr exklusiven College in Neuengland und diese Studenten werden durch einen Mord aneinander gebunden. Und in der Geschichte werden so verrückte und düstere Dinge enthüllt, wir versuchen die Charaktere besser kennenzulernen, aber man weiß irgendwie nie genau, wer welche Geheimnisse vor den anderen hat und es ist immer so eine Suche nach, okay, wer könnte was verheimlichen, wer sagt eigentlich die Wahrheit in dieser Freundesgruppe, denn ich hatte das Gefühl, dass niemand den anderen vertraut und unser Erzähler ist Richard und er ist eigentlich so ein bisschen der Außenseiter der Gruppe, denn er ist später in diese Klasse, in diesen Kurs gekommen, später in diese Gruppe eingetaucht und auch ich fühlte mich wirklich wie ein Außenseiter beim Lesen und es war so ein interessantes Leseerlebnis, was ich vorher wirklich noch nie hatte. Ich weiß nicht, was Donna Tartt in dieses Buch getan hat, aber es war wie eine Droge, dieses Buch zu lesen und es war manchmal auch ein bisschen wie ein Fiebertraum. Also ich fühlte mich selbst paranoid, als ich dieses Buch gelesen habe und ich hatte vorher noch nie diese Gefühle. Und was auch super interessant an dem Buch war, ist, dass wir gleich am Anfang erfahren, wer ermordet wurde und dann denkt man sich vielleicht, oh okay, dann ist es nicht mehr so eine Detektivreise und man weiß schon, okay, was eigentlich passieren wird, wie das Buch ausgehen wird, aber das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Es werden noch so viele verrückte Geheimnisse enthüllt und die Geschichte hat so viele Twists und Turns genommen, mit denen ich auch gar nicht gerechnet hatte. Also ich wurde wirklich so überrascht und ich möchte unbedingt mehr von Donna Tartt lesen und durch dieses Buch habe ich auch meine Liebe zu Dark Academia gefunden und ihr seht später auch in diesem Video noch mehr zu Dark Academia, aber The Secret History ist nicht ohne Grund ein klassisches Dark Academia Buch. Also wenn ihr noch nicht Dark Academia gelesen habt oder noch nicht The Secret History gelesen habt, dann was macht ihr? But isn't it also pain that often makes us most aware of self? It is a terrible thing to learn as a child that one is a being separate from the world, that no one and no thing hurts along with one's burned tongues and skinned knees, that one's aches and pains are all one's own. Even more terrible as we grow old, to learn that no person, no matter how beloved, can ever truly understand us. Our own selves make us most unhappy, and that's why we're so anxious to lose them, don't you think? All right. Das ist The Secret History von Donna Tartt. Oh mein Gott.
Als nächstes habe ich auf meiner Liste noch einen Klassiker, den ich im Sommer gelesen habe, der eigentlich gar nicht in den Sommer gepasst hat. Also die Atmosphäre war 0% sommerlich und trotzdem hat mich dieses Buch so überzeugt. Also das spricht wirklich für dieses Buch, würde ich sagen. Und das ist Wuthering Heights von Emily Bronte. Der deutsche Titel ist Sturmhöhe und dieses Buch war wirklich wie ein Sturm. Es ist eigentlich eine stürmische Liebesgeschichte. Wir verfolgen hier eigentlich wieder zwei Familien und unsere Hauptcharaktere sind Catherine und Heathcliff. Und sie sind eigentlich Stiefgeschwister, denn Heathcliff wurde als kleines Kind in die Familie adoptiert und er und Catherine haben eigentlich gleich eine sehr starke Verbindung zueinander. Aber diese Verbindung wird dann später getrennt, als Catherine ihren Nachbar heiraten muss. Und durch diese Hochzeit wird Heathcliffs Herz gebrochen. Er ist so enttäuscht, er ist so in Rage und plant dann ab diesem Zeitpunkt seine Rache, die sich auch wirklich durch mehrere Generationen zieht. Und Catherine und Heathcliff sind beides so leidenschaftliche Personen, was in manchen Situationen vielleicht gut sein kann, in anderen Situationen aber wirklich schlecht sein kann. Und als ich dieses Buch gelesen hatte, war es wie ein Sturm. Wie gesagt, ich hatte in manchen Szenen so viel Mitgefühl für Heathcliff oder für Catherine und dann in der nächsten Szene habe ich die Charaktere gar nicht verstanden und gedacht, oh mein Gott, was ist eigentlich los mit dir? Und ich war so investiert in dieses Buch, ich hatte so viele Gefühle und ich habe noch nie eine so verrückte und so rachsüchtige Liebesgeschichte gelesen wie bei Wuthering Heights. Seid ihr bereit für das Zitat? Okay. You said I killed you. Haunt me then. Be with me always. Take any form. Drive me mad. Only do not leave me in this abyss where I cannot find you. Oh God, it is unutterable. I cannot live without my life. I cannot live without my soul. Ich schwör's euch, immer wenn ich an dieses Buch denke oder dieses Zitat gerade lese, bekomme ich einfach Gänsehaut und ich weiß nicht warum, aber diese Geschichte war so leidenschaftlich und diese Leidenschaft ist komplett in mich übergegangen und oh mein Gott, wenn ihr Sturmhöhe noch nicht gelesen habt, aber wenn ihr Liebesgeschichten mögt, dramatische Liebesgeschichten mögt, dann tut euch den Gefallen und lest dieses Buch. Ich möchte es auch unbedingt wieder lesen. Ihr seht, ich habe ziemlich viele Tabs hier, weil ich so viele unglaublich schöne Zitate gefunden habe und oh, große Liebe für dieses Buch. Wie gesagt, war The Secret History nicht mein einziges Dark Academia Buch in diesem Favoritenvideo. Ich habe nämlich hier, ich glaube, den zweiten Klassiker in den Dark Academia Büchern. Und das ist If We Were Villains by M.L. Rio. Und in diesem Buch verfolgen wir wieder eine Studentengruppe von 7 Studenten. Sie sind auch wieder an einem Elite-College. Das ist auch so ein bisschen die Rahmenbedingung, sage ich mal, für Dark Academia. Wenn ihr mehr über Dark Academia wissen möchtet, schaut gerne mein Dark Academia-Video an, was ich gemacht habe. Und die Studenten, die wir in diesem Buch verfolgen, sind in einer Shakespeare-Theatergruppe. Das heißt, sie machen Bühnenaufführungen und alle Studenten bekommen eigentlich auf der Bühne immer wieder die gleichen Rollen. Und diese Rollen übernehmen sie auch irgendwie in die Realität, weil sich ihr Leben einfach ein bisschen mit diesen Theaterstücken, mit Shakespeare vermischt, weil sie sich so viel und so stark mit Shakespeare beschäftigen. Und eines Morgens treibt dann plötzlich jemand aus der Freundesgruppe tot im College-See und dann müssen sich die anderen entscheiden, wie es weitergeht. Bleiben sie weiterhin in ihren zugeteilten Rollen wie Mitläufer, Held, Verführer oder legen sie ihre Maske ab und versuchen wirklich herauszufinden, was passiert ist. Und in diesem Buch ist die Geschichte ein bisschen anders aufgebaut als in The Secret History. Wir wissen nämlich nicht, wer stirbt von der Freundesgruppe und das ist der spannende Teil in diesem Buch. Also ich fühlte mich wie ein Detektiv, als ich das Buch gelesen habe. Und ich hatte auch immer wieder Ideen, wer umgebracht wird, aus welchem Grund. Und ich kann euch sagen, es gab so viele Irreführungen, dass ich wirklich falsch lag. Ich glaube, mit jeder Idee, die ich hatte. Und es hat so viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und auch hier hatte ich wieder das Gefühl, Teil der Freundesgruppe zu sein. Und es war wie auch The Secret History wirklich eine verrückte, aber sehr unterhaltsame Geschichte. For someone who loved words as much as I did, it was amazing how often they failed me. Das fühle ich. Das fühle ich.
Und dann hat es tatsächlich ein Reread auf meine Favoritenliste für 2023 geschafft. Ich bin eigentlich keine Person, die Bücher mehrmals liest. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, wenn ich mich entscheiden muss, lese ich ein Buch, was mir gut gefallen hat, nochmal oder lese ich ein neues Buch, dann würde ich mich eher für ein neues Buch entscheiden, einfach weil es so viel Auswahl gibt und ich am liebsten alle Bücher lesen möchte, die ich lesen möchte. Aber dann habe ich mich dafür entschieden, Normal People von Sally Rooney nochmal zu lesen. Und ich glaube, der ausschlaggebende Grund war eigentlich, weil ich die Serie sehen wollte. Und das Buch habe ich vor so vielen Jahren gelesen, dass ich gar nicht mehr genau wusste, worum es eigentlich geht. Also ich wusste noch ungefähr, um was es in der Geschichte geht, aber ich kannte die ganzen Details nicht mehr. Und deswegen wollte ich das Buch einfach nochmal lesen und ich wurde nicht enttäuscht. In dem Buch verfolgen wir Marianne und Connell und sie gehen gemeinsam auf die gleiche Highschool und Marianne ist eigentlich mehr eine Außenseiterin, sie hat gar keine Freunde und Connell ist so der Sportler und sehr beliebt und alle mögen ihn, alle Mädels stehen auf ihn und Marianne kommt aus einer sehr reichen Familie und Connells Mutter arbeitet tatsächlich für Mariannes Familie und so bauen die beiden auch eine Verbindung auf und merken auch, dass sie eigentlich mehr gemeinsam haben, als sie dachten. Aber in der Schule möchte trotzdem Connell nicht mit Marianne gemeinsam gesehen werden, weil sie eine Außenseiterin ist und er seinem Image eigentlich nicht schaden möchte. Und dann verfolgen wir sie weiter und beide sind dann auf der gleichen Universität, wo sich ihre Wege wieder kreuzen und wo sich eigentlich die Rollen der beiden getauscht haben. Denn Marianne ist plötzlich dieser Social Butterfly, hat viele Freunde, ist immer unterwegs und Connell ist mehr so zurückgezogen und für sich alleine. Und auch während der College-Zeit können die beiden einfach nicht die Finger voneinander lassen, aber es ist immer ein Hin und Her und nie etwas 100% Ernstes. Und als Mariannes Verhalten dann immer selbstzerstörerischer wird, müssen beide für sich entscheiden, okay, wie machen wir jetzt weiter und wie weit möchte ich gehen, um diese Beziehung zu retten. Und es ist eine so, wie der Titel schon sagt, normale und realistische Geschichte und es gibt kein viel drumherum. Das hat mir so gut gefallen. Und ich finde schon, der erste Satz im Buch zeigt einfach die Dynamik zwischen den beiden, was einfach genius ist. Und ich möchte euch den ersten Satz vorlesen. Marianne answers the door when Connell rings the bell. Und wenn ihr das Buch lest, dann werdet ihr verstehen, wie dieser Satz auf die restliche Geschichte reflektiert. Und hier noch ein Zitat, was ich unglaublich schön finde. I'm not a religious person, but I do sometimes think God made you for me. Sobbing. Okay. Let's move on. Ich habe noch ein Buch, was eigentlich in diese Dark Academia-Kategorie fällt, was meiner Meinung nach aber mehr Fantasy ist. Und das ist Ninth House von Leigh Bardugo. Und mit diesem Buch habe ich auch die Autorin Leigh Bardugo entdeckt und bin jetzt komplett verfallen in ihre Welt. Ich lese auch gerade die Shadow and Bone Trilogie von ihr, falls ihr die kennt. Aber zu Ninth House. Galaxy passt eigentlich gar nicht in die Universität Yale. Sie ist nämlich in L.A. mit einer Hippie-Mutter aufgewachsen und während ihrer Teenage-Jahre ist sie so ein bisschen in die falsche Schiene geraten, hatte immer komische Freunde, könnte man sagen, die sehr viele Drogen genommen haben und dann war sie auch irgendwie in dieser Drogenszene. Und als sie 20 war, wurde sie dann plötzlich Teil dieses schrecklichen Mordes, der bis heute unaufgeklärt ist und im Krankenhaus, in ihrem Krankenbett, hat sich dann plötzlich diese zweite Chance ergeben, dass sie in die Yale-Universität kommen kann und da so ein bisschen ein Auge auf die Secret Societies legt. Sie hat auch lange darüber nachgedacht, ob sie dieses Angebot annehmen soll, weil sie das Gefühl hat, dass sie da gar nicht hinpasst und sie fragt sich auch, warum kriegt sie die Chance und warum kriegt sie jetzt diese Chance? Und als sie dann zustimmt und nach Yale kommt, plagen sie auch weiterhin diese Fragen, vor allem weil in diesen Geheimgesellschaften angehende Politiker oder Millionäre sind. Und in dieser Szene ist sie eigentlich gar nicht drin. Und diese okkulten Aktivitäten, die in den Geheimgesellschaften durchgeführt werden, sind so absurd und so komisch, dass nicht mal Galaxy sich das vorstellen konnte. Und die Geschichte ist wirklich verrückt. Es gibt ein Magiesystem in diesem Buch und das fand ich so cool, weil es mit der realen Welt verbunden ist und es gibt aber diese Untergrundmagie, die nicht jeder kennt, die aber Teil des alltäglichen Lebens ist. Und Leigh Bardugo hat mich einfach so verzaubert mit ihrem Schreibstil. Sie konnte diese
magischen Elemente so gut erklären, dass ich wirklich ein mentales Bild in meinem Kopf hatte. Und das passiert bei mir nicht immer. Und ich glaube, deswegen hat mir das Buch auch so gut gefallen. Und auch, weil ich Magie super interessant finde und das Magiesystem in dem Buch wirklich unglaublich cool ist. That was what magic did. It revealed the heart of who you'd been before life took away your belief in the possible. It gave back the world all lonely children longed for. Große Liebe. Dann habe ich hier tatsächlich einen österreichischen Klassiker und ich könnte nicht glücklicher sein, über dieses Buch zu sprechen. Das ist nämlich die Schachnovelle von Stefan Zweig und können wir kurz dieses Cover appreciaten? Wie schön ist das bitte? Stefan Zweig schreibt über eine Schifffahrt von New York City nach Buenos Aires und auf dieser Schifffahrt befindet sich tatsächlich auch der Schachweltmeister und als die anderen Passagiere das mitbekommen, wollen sie ihn natürlich gemeinsam zu einem Duell herausfordern, haben natürlich gar keine Chance und dann plötzlich taucht ein unbekannter Mann auf, den niemand kennt und er hilft ihnen, eine eigentlich schon verlorene Schachpartie unentschieden zu gewinnen oder zu beenden. Und für diesen Unbekannten kommt dieser Sieg oder eigentlich dieses Spiel aber mit sehr vielen traumatischen Erinnerungen, die er seit 20 Jahren unterdrückt hat. Und diese traumatischen Erinnerungen sind von seiner Inhaftierung im Zweiten Weltkrieg im Nazi-Deutschland und durch diesen plötzlichen Erinnerungsfluss droht auch seine mentale Gesundheit zu kippen und er erzählt uns die Geschichte, was damals wirklich passiert ist. Und Stefan Zweig war wirklich ein Genie und dieses Buch war so kurz, aber er hat so viel in so kurzer Zeit gesagt und das finde ich immer unglaublich. Man tat uns nichts, man stellte uns nur in das vollkommene Nichts. Denn bekanntlich erzeugt kein Ding auf Erden einen solchen Druck auf die menschliche Seele als das Nichts. Mit diesem Buch bin ich wirklich in die Welt von Stefan Zweig eingetaucht und ich kann es kaum erwarten, mehr von ihm zu lesen. Große Liebe für die Schachnovelle und für Stefan Zweig. Dann habe ich hier ein Buch, von dem ihr vielleicht dieses Jahr schon genug gehört habt, aber ich muss es einfach erwähnen, weil ich eine so unglaublich gute Zeit hatte, als ich dieses Buch gelesen habe. Ich habe mich wieder gefühlt wie ein Kind, als ich in eine neue Welt eingetaucht bin und nicht jedes Buch schafft es, diese Gefühle in mir auszulösen. Und deswegen muss ich es einfach erwähnen. Es ist vielleicht kein literarisches Meisterwerk, es ist nicht die bestausgedachteste Fantasy-Welt oder was auch immer, aber ich habe es wirklich abgöttisch geliebt und das ist Fourth Wing von Rebecca Yarros. Ich muss es einfach erwähnen. Falls ihr unter einem Stein gelebt habt und nicht wisst, worum es in dem Buch geht. Wir verfolgen Violet und sie hat eigentlich ihr ganzes Leben darauf gewartet und auch darauf hingearbeitet, eine Gelehrte zu werden und ihre ganze Zeit zwischen Büchern und der Geschichte ihres Landes zu verbringen. Aber ihre Mutter, die Generälin, hat andere Pläne für sie und sie sagt, sie muss eine Drachenreiterin werden. Und das war auch die endgültige Entscheidung, die Mutter gefällt hat und Violet konnte nichts mehr dagegen tun, als sich auf diese tödliche Reise zu begeben. Ein Problem ist, dass immer weniger Drachen sich an Menschen binden. Also es kann schon sein, dass ein Drache dich einfach in Flammen setzt und du stirbst oder du stirbst bei den Ausbildungen in diesem College oder ein Mitstudent bringt dich um. Und da die Mutter von Violet die Generälin ist, ist auch Violet eigentlich so ein Target von allen. Und in dieser Welt gibt es auch Rebellen und die haben es natürlich auch auf Violet abgesehen. Und einer von diesen Rebellensöhnen ist Zayden und er wird natürlich ihr Ausbildner. Wer sonst? Und um zumindest dieses erste Jahr zu überleben, muss Violet wirklich alle Vorteile für sich nutzen. Und es ist so, so unterhaltsam. Dieses Buch ist so unterhaltsam. Es ist ein Enemies to Lovers Buch und ich glaube, in keiner Welt ist Enemies to Lovers besser als in Fantasy und Rebecca Yarros hat mich wirklich verzaubert, was soll ich sagen, ich liebe dieses Buch. Wenn ihr Fantasy mögt und wenn ihr vielleicht noch nie Fantasy gelesen habt, aber in die Fantasy-Welt eintauchen möchtet, dann glaube ich, ist Fourth Wing eine gute Möglichkeit, denn es gibt kein großes Worldbuilding, wir steigen einfach direkt in die Geschichte ein und sie ist auch sehr charakterfokussiert und es geht nicht so viel um das Ganze drumherum und es ist wirklich einfach zu lesen, aber so unterhaltsam und vielleicht auch ein gutes Buch für zwischendurch, wenn ihr schwierigere Bücher gelesen habt oder vielleicht auch in einem Reading Slump seid, dann Fourth Wing. Oh mein Gott, ich merke schon, wie meine Stimme langsam verschwindet, aber ich glaube, wir sind jetzt beim letzten Buch, kann das sein? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall das nächste Buch auf meiner Liste ist wieder ein Klassiker. Und weil mir Wuthering Heights, also Sturmhöhe von Emily Bronte, so gut gefallen hat, musste ich natürlich mehr von den Bronte-Schwestern lesen. Und dann habe ich mich für Jane Eyre von Charlotte Bronte entschieden. Und
Die einzige Frage, die ich hatte, war, warum ich dieses Buch nicht früher gelesen habe. Jane Eyre ist ein Waisenmädchen und sie lebt bei ihrer Tante und ihren Cousins und gegen den Wunsch ihres verstorbenen Onkels wird sie eigentlich behandelt wie eine Bedienstete und sie hat wirklich eine sehr schwierige und eine sehr traurige Kindheit. Aber durch diese Schwierigkeiten wird Janes natürliche Unabhängigkeit und eigentlich ihr Geist nur noch stärker und vor allem als sie als Gouvernante für das Mündel von Mr. Rochester arbeitet, ist diese Stärke sehr hilfreich. Und Janes Gefühle werden mit der Zeit für Mr. Rochester immer stärker und dann enthüllt sie aber plötzlich ein sehr düsteres Geheimnis, das alles verändert. Und sie muss sich dann entscheiden, okay, möchte sie bei Mr. Rochester bleiben und auch mit den Konsequenzen leben oder möchte sie ihren Überzeugungen folgen und ihre wahre Liebe verlassen? Und ich sage euch, dieses Buch fühlt sich an wie ein FaceTime-Anruf mit einer Freundin oder wie wenn ihr Briefe von eurer Freundin lesen würdet. Und das Buch war manchmal so lustig. Ich habe wirklich laut gelacht und an manchen Stellen war es wieder so traurig, so dramatisch, so leidenschaftlich. Und ich weiß nicht, warum ich dieses Buch nicht früher gelesen habe. Ich glaube, besonders als Frau oder als Mädchen kann dieses Buch so kraftvoll sein und einen so starken Einfluss auf den Rest des Lebens haben. Und deswegen ist Jane Eyre von mir eine so, so große Herzensempfehlung für alle Frauen da draußen. Vor allem auch, wenn ihr jünger seid, lasst euch nicht davon abschrecken, dass es ein Klassiker ist. Ich fand, es war wirklich sehr einfach zu lesen und super einfach verständlich. Und Jane ist einfach ein so selbstbewusster Charakter, der sich von niemandem etwas sagen lässt. Sie hält immer an ihren Überzeugungen fest und ist wirklich so standhaft und so sicher in ihrer eigenen Persönlichkeit und das fand ich einfach unglaublich inspirierend. I can live alone if self-respect and circumstances require me to do so. I need not sell my soul to buy bliss. I have an inward treasure born with me which can keep me alive if all extraneous delights should be withheld. Or offered only at a price I cannot afford to give. Und hier noch ein Zitat für alle Swifties. Keine Ahnung, ob ihr Swifties seid, aber ich bin seit ungefähr einem Jahr ein Swiftie und als ich dieses Zitat gelesen habe, dachte ich mir nur, was? Okay. I sometimes have a queer feeling with regard to you. As if I had a string somewhere under my left ribs, tightly and inextricably knotted to a similar string situated in the corresponding quarter of your little frame. I'm afraid that the cord of communion will be snapped and then I should take to pleading inwardly. Okay, Leute, das waren alle Bücher. Oh mein Gott. Warum ist es immer so schwer, die Bücher aufzuheben? Und das waren meine Favoriten von 2023. Es gab noch mehr Bücher, die mir auch gut gefallen haben, die es aber nicht auf diese Liste geschafft haben. Und ich hoffe, ihr konntet ein paar Inspirationen mitnehmen. Und wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Fühlt euch gedrückt. Kann ich das machen? Fühlt euch gedrückt und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bye, bye.